Regierungskrise in Italien. Deshalb ist die Antwort aus den Regierungskreisen mit Lufthansa natürlich und der ITA verspätet. Dann wurde die weltbeste Fluggesellschaft gekürt. Und was haben wir noch? Wir haben einen Deal für euch nach Südamerika für um die 1000 Euro in der Business Class. Des Weiteren haben wir natürlich auch wieder die Möglichkeit, mit Holiday Check Meilen zu sammeln. Wir haben des Weiteren SAS wie immer. Können die pleite gehen deshalb? Also, was ist das Problem? Und ein Flughafen, es ist nicht Berlin, hat die Toiletten geschlossen, weil irgendwie Wasserprobleme da waren. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Wie immer in der heutigen Folge natürlich der Abonnierbefehl. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, aber auch ein Like dazulassen und zu kommentieren. Das ist doch mal super. Ach ja, eine Sache hatte ich auch noch. Am 13. August haben wir Stammtisch in Frankfurt. 13. August, also für alle, die händeringend gewartet haben, was sie tun sollen am 13. August. Komm nach Frankfurt, wir sind da. Wir haben sogar ab 14 Uhr Vereinigung Passagier. Ja, wir haben da die Jahreshauptversammlung. Also insofern wird feucht, wird fröhlich, wird spaßig. Dann geht es direkt weiter. Der Mario Draghi und der Carsten Spohr. Die haben ja einen Briefaustausch gehabt, wo Carsten Spohr geschrieben hat, hey, Mario Draghi, komm mal in die Spur. Aber es gab da keinen weißen Rauch, wie das in Italien ja so üblich ist, wenn man einen neuen Papst hat. Und das Wirtschaftsministerium hat da ganze Vorarbeit geleistet, hat gesagt, ja, wir bevorzugen natürlich beim ITA-Kauf die Lufthansa MSC-Offerte, weil sie einfach höher ist. Aber nee, der Preis ist ja nicht wichtig, ne? Aber nun gut, das ist ja Folklore. Also insofern schaut man sich das Ganze weiter an. In Italien ist der lustige Herr Draghi wahrscheinlich ja, bald nicht mehr Veranstaltungsleiter und vielleicht geht er wieder zurück zur EZB, ich weiß nicht. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist es halt so, dass es da Verzögerungen nochmal gibt. Er wollte ja zurücktreten, aber jemand wollte das nicht. Der Präsident hat gesagt, nö, Rückzug ist nicht. Und jetzt ist es aber auch so, dass für die ITA als auch für die Lufthansa diese Verzögerungen natürlich Riesenprobleme da sind. Warum? Ganz einfach, weil man einfach einen Cashburn hat, wie bekloppt bei der ITA. Und die Lufthansa natürlich auch mit der Vereinnahmung der ITA anfangen will. Aber was willst du machen? So ist es halt im Leben. Meistens kommt es anders, als man denkt. Scandinavian Airlines ist ein altes Thema. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, man hat ja sogar 100 irgendwas Millionen schon verloren, 123 Millionen Euro. Und man hat 270.000 Passagiere mit dem Streik, der seit dem 4. Juli unterwegs ist, verprellt. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass das Restrukturierungsprogramm SAS Forward, wie es heißt, ein Problem darstellt. Warum? Ganz einfach, weil Investoren sagen, hey, Leute, da wollen wir nicht rein. Man hat ja auch gesagt, dass wenn man den Piloten 60 Millionen abknöpft, und das ist die Zahl, Euro, durch die Vertragsänderung, weil es diese alten Piloten nicht mehr in der Firma gibt. Und die 450 Piloten möchten halt einfach da gehört werden. Und der Streik geht halt wirklich in eine Phase, wo es für die Firma existenzbedrohend ist. Gestern hatte ich vom möglichen Cashout geredet. Und Cashout heißt einfach Pleite, Insolvenz. Und damit wird SAS nicht attraktiver. Ich persönlich finde es schade. Ich finde es in einer Art und Weise ja, zum Verzweifeln, dass man da nicht eine Lösung bringt, weil auf der einen Seite weiß SAS ja auch, dass sie, dass das nicht okay ist. Die Piloten wissen es auch, dass es nicht okay ist. Aber so ist wohl die Zeit, dass jeder sich da durchmogelt. Durchmogeln, das ging nicht. Und zwar ganz einfach. Ein Hauptwasserrohr hat irgendwie sich verabschiedet. Und deshalb hat man am Gatwick Airport eine Wasser,
Knappheit. Und es ist nicht so wie in Berlin, dass man da einfach irgendwelche Salmonellen oder irgendwas, was das war, war, ich weiß gar nicht mehr, was man gefunden hatte in Berlin. Deshalb mussten die Leitungen ja auch gereinigt werden. Ist, dass nur zwei Toiletten am Flughafen dort operationell sind oder operational, wie das im Englischen heißt. Und so kann man auch kein Essen präparieren, so kann man auch kein Essen machen. Viele Restaurants mussten deshalb auch zumachen. Das Problem startete ja am Donnerstagnachmittag und es war halt einfach auch eine Scheißzeit im wahrsten Sinne des Wortes, weil natürlich jetzt durch die Hitzewelle und so weiter der Wasserbedarf, der sehr, sehr hoch ist. Es gibt da auch eine Pressemitteilung von einem Pressesprecher des Flughafens und man sagt, das ist ein Problem mit dem Lieferung von SES Water, das ist wahrscheinlich diese Firma, also Gemeinde oder was auch immer, die halt fürs Wasser zuständig ist, Wasserwerke, so heißt das, und nach Gatwick. Und so ist das halt, dass man das Wasser mit einem niedrigeren Druck bekommt und damit hat man halt das Problem, dass es halt wirklich nicht überall am Flughafen ausgeliefert werden kann, das Wasser. Und 1500 Gebäude oder Wohnungen nebenbei sind auch betroffen. Was uns immer wieder betroffen macht, sind solche Firmen wie Airline Ratings, Skytrax oder whatever you call them. Und die haben jetzt wieder gestern die weltbesten Fluggesellschaften für 2022 bekannt gegeben. Und sie sagen, sie wären die einzige Safety Product and Covid Rating Webseite und die einzige Fluggesellschaft, die den Titel verdient, ist Drumroll, Qatar Airways. Ganz genau. Und Qatar Airways hat diesen Preis bekommen und der Editor-in-Chief Geoffrey Thomas sagte, Airline Rating Excellence Award ist nochmal ein besonderer Scheinwerfer, der auf die beste Airline geworfen wird. Akbar Al-Barker sagt natürlich, dass man diesen Pokalpreis oder wie auch immer, Plakette, ich weiß es nicht, wie das Ding am Ende aussieht, das ist, was man als Qatar natürlich da hat. Und er findet es natürlich toll, dass man Airline of the Year, Best Airline in the Middle East und Best Business Class hat. Also insofern ist das so. Wenn man natürlich auf die Q-Suite guckt, ganz toll. Aber wir hatten ja auch auf den 330er nicht unbedingt immer die beste Variante der Klasse. Singapore Airlines hat natürlich die beste First Class bekommen und auch die beste Lounge als Preis. Ist ja klar, also ich find's toll. Die beste Cabin Crew ist vom Virgin. Emirates hat die beste In-Flight Entertainment. Das gibt's, das heißt, da geht nichts Besseres. Das ist das Panasonic-System. Das ist super. Also wenn die jetzt auch das Neue kriegen, was die auf der Aircraft Interior gezeigt haben, dann super. Dann gab es auch neue Kategorien wie Best Environmental Airline, Korean Air, Best Cargo Airline. Übrigens ist Etihad die beste Umwelt-Airline, VietJet die beste Value Airline und Qantas Link ist die beste regionale Airline. Wenn man sich das dann weiter anguckt, Excellence in Long-Haul Travel, das ist JetBlue für Amerika, Türkisch für Europa, Qatar für Mittler- und Osten, hatte ich ja gesagt, und Afrika, Korean für Asien und Air New Zealand für den Pazifik. Dann der Best Low-Cost-Carrier in Amerika ist Southwest, in Europa ist es EasyJet, dann Jetstar in Asia-Pacific und Fly Dubai im Mittleren Osten. Ja, dann AirlineRatings.com hat auch die Beste of the Best genannt. Das ist Qatar, Air New Zealand, Etihad, Korean, Singapore Airlines, Qantas, Virgin, EVA Air, Turkish Airlines, All Nippon Airlines, Cathay Pacific, Virgin Atlantic, Japan Airlines, JetBlue, Finnair, Emirates, Hawaiian, Air France, KLM Alaska Airlines und British Airways. Ja, das sind die Gewinner der ganzen Veranstaltung. Gucken wir uns nochmal an die Top 20 der ganzen Veranstaltung. Das ist ein anderer Link, den ich klicken muss. Und zwar ist das hier etwas versteckt, hätte ich fast gesagt. Gucken wir doch einfach mal bei den Top 20 nach, ob wir da auch wirklich keinen von den Fluggesellschaften verpasst haben. Nein, es ist keine Lufthansa dabei. Also insofern
Sorry. Also, da muss man in Frankfurt noch ein bisschen nacharbeiten. Wir wollen ja auch Frankfurt nicht immer nur dissen, sondern es gibt ja auch wieder eine Meilen-Promotion. Mit Holiday Check kann man jetzt wieder Bewertungen smilen, sammeln. Heißt also, wer Bewertung bei Holiday Check schreibt, der kann dort, ich glaube, 100 bekommt man, aber 1000 ist das Maximum, also 10 Reviews pro Monat. Und die erste Bewertung bringt sogar 200 Meilen. Die Gutschrift erhält man 2 Wochen nach der Veröffentlichung der Bewertung. Es werden nur veröffentlicht auf Deutsch verfasste Hotelbewertungen prämiert. Pro Miles & More Teilnehmer werden innerhalb eines Kalendermonats maximal 10 Stück gut geschrieben für Hotelbewertungen. 1000 Meilen halt pro Monat. Man darf für Hotelaufenthalte schreiben, die bis zu 25 Monate zurückliegen. Ist vielleicht in Covid-Zeiten gar nicht mal so schlecht, dass man da noch ein bisschen Leash hat, dass man das machen kann. Und natürlich, Holiday Check hält sich das Recht vor, unsachgemäße Bewertungen sowie Bewertungen, die nicht den Nutzungsbedingungen entsprechen, vom Meilenangebot auszuschließen. Dann haben wir weiter Dealzone, da gibt es wieder von der Lufthansa-Gruppe einen Deal von Amsterdam nach Südamerika als Return. Das ist ab 1150 Euro möglich. Business Class, Santiago, de Chile, Santa Cruz, Vitoria und so weiter. Alles von Amsterdam aus. Die Partnerfluggesellschaften Gol, Latam und Avianca fliegen dahin. Ganz wichtig, es ist halt auf den Gol, Latam, Aviancas immer schwierig mit den Meilenwerten. Vor allem gibt es nicht den 1,5-Faktor, wenn es Meilen gibt. Das wollte ich einfach nur sagen. Billig wäre es zum Beispiel nach Vitoria ab 1100 und ein bisschen. Und Buchungsklasse ist halt PP, ist 100% der Meilen. Damit wisst ihr Bescheid. Was gibt es noch zum Ticket zu sagen? Kaufen. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff bei der heutigen Ausgabe. Heute auch vielleicht etwas früher als gewohnt. Hab gedacht, mach's einfach mal. Bin ja in einigen Calls heute auch zugegen. Berate wieder zu Firmen, berate wieder zu Kreditkarten, damit man halt mehr mit Meilenpunkten und Status sammeln kann. Amerikanische Kreditkarten, amerikanische Firmen haben heute auch wieder 2 Firmen neu gemacht. Also insofern läuft ganz okay. Wenn ihr euch für eine Firma interessiert oder für mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status, macht einfach unten einen Termin aus, schickt mir eine WhatsApp-Nachricht, ich schicke euch den Link, wo ihr einen Termin machen könnt, wenn ihr nicht findet. Und dann telefonieren wir und können das ganze Thema persönlich besprechen. Auch Statusfragen natürlich. Also in dem Sinne, abonnieren, Glocke an, liken, kommentieren. Ich habe jetzt alles wieder zusammen. Ne? Also bis dann, ciao und bis morgen zur nächsten Ausgabe.